Willkommen im Lager. Sie haben euch aus dem Gefängnis der Kaiserstadt gebracht. Erst mit der Kutsche und jetzt mit einem Schiff. Im Osten liegt Morrowind. Fürchtet euch nicht, denn ich wache. Ihr wurdet auserkoren. Aufwachen, wir sind da. Warum zittert ihr so? Geht es euch gut? Wacht auf! Steht auf. Es geht weiter. Ihr habt geträumt. Wie lautet euer Name? Ja, wie lautet unser Name? Also damit erstmal willkommen zu Morrowind, meinem persönlichen Lieblingsteil der Elder Scrolls-Reihe. Ja, es gefällt mir sogar besser als Skyrim, aus diversen Gründen, die ich noch ansprechen werde. Das Spiel ist auch schon uralt, aber ich finde es immer noch klasse. Es ist immer noch grandios, die Musik, die ganze Welt und... Man hat sich da echt Mühe gegeben. Ich fange erstmal an mit der Charaktererstellung. Wie heiße ich denn? Oi, da habe ich mir gar keinen Gedanken drum gemacht. Ich meine jetzt einfach mal... Django. So. Nun, nicht einmal der Sturm der letzten Nacht konnte euch wecken. Ich habe gehört, wie sie sagten, dass wir Morrowind erreicht haben. Ich bin sicher, dass sie uns jetzt gehen lassen. Still. Da kommt die Wache. Hier steigt ihr aus. Kommt mit mir. Ja, gut. Genau, hier kann ich auch rennen. Ich kenne ja auch einige, die sprechen das Spiel Morrowind aus. Also ich frage mich, wie man darauf kommen kann. Zumal auch in dem Spiel Morrowind gesagt wird und... Auf das Deck. Versuchen wir das so friedlich wie möglich ablaufen zu lassen. Ja. Okay. Geht runter zum Dock, da wollen sie euch haben. Man ja, das Büro der Zensuskommission hier sieht man auch schon schön diese Welt. Also die ist teilweise ein bisschen kahl, aber so sieht Morrowind halt wirklich aus. Es ist ein bisschen... Also sieht Morrowind wirklich aus, als würde es sie gehen geben. Nein, es ist halt eher so Aschländer, vulkanisch und sowas halt. Finde ich halt sehr cool. Mir gefällt das sehr. Auch die Tierwelt hier ist ein wenig... exotisch, möchte ich sagen, denn hier diesen Schlickschreiter sieht man mal, das ist ein Reisetier. Also anstatt der Kutsche aus Skyrim gibt es hier solche Schlickschreiter. Und ich weiß ja, wie damals das Wasser, wie das immer angesprochen wurde, dass das so wunderschön sein soll. Ja, mittlerweile ist es nur noch zweckmäßig und auch sogar falsch dargestellt. Aber okay, ich finde, es sieht immer noch ganz nett aus. Ihr seid endlich angekommen. Aber in euren Unterlagen steht nicht, woher ihr stammt. Okay. Boah, der Typ hat so ein richtiges Oblivion-Gesicht. In den Unterlagen steht nicht, woher wir stammen. Eigentlich müsste er sehen, was wir für eine Rasse sind. Es gibt halt natürlich auch wieder die üblichen 10 Völker, die man spielen kann. Was spiele ich denn? Also ich bevorzuge ja wirklich... Also meine drei Lieblingsrassen sind die Khajiit... Die Dunkelelfen und die Argonier. Die Argonier spiele ich zum Beispiel auch ganz gerne, weil die giftimmun sind und unter Wasser atmen können. In Morrowind ist es aber noch so, dass man das mit der Wasseratmung noch wie ein Zauber benutzen muss. Aber, was nehme ich denn hier? Also die Khajiit und die Argonier sind halt beides Tierrassen. Und in Morrowind ist das noch so... dass die dann keine Schuhe tragen können. Ich weiß nicht, wie das mit Helmen aussieht. Ich glaube, Helme können die tragen, auch wenn die eine ganz andere Kopfform haben. Aber mit Schuhen, da ist es aus. Aber ich glaube, ich nehme wirklich einen Argonier. Ich mag die Rasse sehr gerne. Wann hat man schon mal die Gelegenheit, eine Echse zu spielen?
So, ich spiele einen männlichen Argonia. Gesichter haben die wirklich nicht viele. Ich finde aber eigentlich das hier ganz cool. Und Haare, naja, Haare haben die nicht wirklich, aber... Puh. Da ist die Auswahl auch nicht sehr groß. Auch wenn ich das irgendwie cool finde, weil das mich so an so ein Pterodactyl erinnert. Aber, ich finde dann doch diese Flossen am Kopf ganz cool. Gut, das, ich nehme einfach mal einen Argonia. Großartig. Folgt mir zum Büro. Weil das auch mal was anderes ist. Wenn ich schon die Gelegenheit habe, was anderes zu spielen als einen Menschen, dann mache ich das auch. Und jetzt kommt nämlich gleich die Klassenauswahl. Hallo? Ah ja, wir haben euch erwartet. Wir müssen eure Daten erfassen, bevor wir euch offiziell entlassen können. Es gibt einige Möglichkeiten, aus denen ihr wählen könnt. Ja, jetzt haben wir auch die Wahl, Fragen zu beantworten. Dann generiert das Spiel Klasse für uns, aber das ist dann immer ein bisschen... Naja, was dann dabei rauskommt, ist nicht immer zufriedenstellend. Informationen geben aus Klassen, die sie wählen. Nein, ich möchte meine eigene Klasse erstellen, denn ich finde das wesentlich interessanter. So, ach so, wir können die Klasse auch benennen. Ja, Abenteurer, ist ein bisschen langweilig. Was sind wir denn? Es wurde gesagt, wir sind ein ehemaliger Sträfling aus Cyrodiil, aus der Kaiserstadt. Deswegen nenne ich mich mal, einfach mal, nee, komm, wir sind ein Ex-Sträfling. So, Spezialisierung, Kampf. Kampf, Magie oder Diebeskünste, was gehört denn alles dazu? Kurzwaffe, leichte Rüstung, Schütze, das finde ich schon mal ganz gut. Da ich sowieso immer so eine Art Dieb gerne spiele und auch gerne mit Bogen spiele, nehme ich einfach mal Diebeskünste. Bevorzugte Attribute, Stärke und Intelligenz. Ich nehme Schnelligkeit tatsächlich und was nehme ich noch? Ich glaube, Geschick ist auch ganz gut. Ja, Treffsicherheit. Weil, das werden wir noch sehen in Morrowind. Am Anfang gehen so viele Schläge einfach daneben. Das ist echt nicht mehr schön. Hauptfertigkeiten. So, als Hauptfertigkeit nehme ich gewisse Dinge ganz gerne. Denn es ist typisch in den Elder Scrolls Spielen, dass man dadurch levelt, je öfter man etwas benutzt oder von seinen Fertigkeiten etwas verwendet. Und dadurch, dass wir ja die ganze Zeit auch gehen, nehme ich Athletik. Denn dadurch skillen wir allein schon, wenn wir laufen. Wo haben wir denn Athletik? Akrobatik natürlich auch, weil dann können wir auch die ganze Zeit hüpfen und werden auch immer stärker. Finde ich eigentlich ganz gut. Leichte Rüstung nehme ich auch super gerne. Wo haben wir das denn? Leichte Rüstung. Genau. Was für eine Waffe verwenden wir denn? Also ich möchte eigentlich gerne mit dem Bogen kämpfen. Haben wir das denn hier? Also Schütze. Dann sind wir auch gut mit... Da steht's auch. Kurzbogen, Langbogen, Armbrust, Wurfstern und Wurfmesser. Ja, auf jeden Fall. Nee, stumpfe Waffe bin ich nicht so der Fan von. Ich bin nicht so ein keulenschwingender Barbar. Ich mag dann doch lieber... Nahkampf. Nahkampf ist eigentlich auch ganz gut. Zumal wir auch als dominierende Eigenschaft Schnelligkeit ausgewählt haben. Beziehungsweise, nein, die dominierende Eigenschaft ist Schnelligkeit und wir haben ja Schnelligkeit bei unseren Hauptskills dabei. Waffenloser Kampf. Achso, da wird lediglich der Ausdauerwert eines Gegners beeinträchtigt. Ist der Gegner jedoch ermüdend, durch Ermüdung bewusstlos geworden, nimmt er durch waffenlose Angriffe Schaden. Nee, ich dachte jetzt, das wäre eigentlich ganz gut, weil dann können wir immer gut draufkloppen, auch wenn wir keine Waffe zur Verwendung haben, zur Hand haben. Dann nehme ich Kurzwaffe, Dolche, Tantus, Kurzschwerter und Wakazashis. Ich weiß nicht, ich glaube, lange Waffen finde ich aber eigentlich auch ganz gut. Komm, nehme ich Langwaffe. Dann haben wir jetzt Nebenfertigkeiten. Hier nehme ich dann einfach mal Kurzwaffe. Wiederherstellung eigentlich auch ganz gut. Gut, dadurch, dass ich mich ja auch mit einem Zauber immer wieder mal heilen möchte. Speer. Ich glaube, ich habe noch nie mit einem Speer in dem Spiel gekämpft. Stangen, Hallebarden. Finde ich aber eigentlich ganz cool.
Mittlere Rüstung. Ja, nehme ich noch mittlere Rüstung dazu. Falls ich auch mal eine coole mittlere Rüstung finde und die dann auch mal gerne tragen möchte, dann bin ich nicht so beschränkt nur auf die leichte Rüstung. Obwohl, ich habe ja ziemlich auf die Liebeskünste auch gesetzt. Vielleicht gibt es da noch was Gutes. Ja, Schlösserknacken ist auch immer ganz gut, aber... Oh, ich finde Schlösserknacken eigentlich immer so uninteressant. Schmied ist eigentlich auch ganz gut. Dann kann ich meine Sachen selber auch reparieren. Das muss man auch immer wieder machen. Deswegen setze ich jetzt einfach mal Schmied auch noch mit rein. Oh, ich kann noch eine Fähigkeit wählen. Ohne Rüstung finde ich eigentlich auch ganz gut. Aber in der Regel findet man ja auch Rüstung, die ich dann überall drauf verwenden kann. Schleichen, ja stimmt, ich bin doch so eine Dieb. Ja komm, Schleichen brauche ich auf jeden Fall. Das hätte ich vielleicht sogar zu den Hauptfertigkeiten verwenden müssen. Aber na gut, nehme ich das mal. Klassenbeschreibung, nee, brauche ich jetzt hier nicht für diesen Durchgang. Sehr gut. Nun, in dem Brief steht, dass ihr unter einem bestimmten Zeichen geboren wurdet. Oh ja. Unter welchem Zeichen genau? Welches Zeichen denn? Ui. Dann haben wir nämlich noch ein paar Boni. Das habe ich jetzt ganz vergessen. Soll das auch noch kriegen? Haben wir nämlich meistens noch so einen zusätzlichen Zauber. Der Schatten, dann sind wir eine Minute lang unsichtbar. Das Problem bei diesen Fähigkeiten ist, die man durch das Sternzeichen kriegt, die können wir nur einmal am Tag benutzen. Der Turm, also den... Den fand ich immer super. Weil man dann einmal am Tag auch ein bisschen besser wird im Schlösserknacken. Kann ich nämlich ein Schloss meistens... sehr früh schon öffnen. Ich glaube, den nehme ich auch diesmal einfach. Oder gibt es da noch irgendwas? Komm, ich nehme einfach den Turm. So. Interessant. Nun, bevor ich diese Papiere abstemple, stellt sicher, dass die Informationen auch korrekt sind. Ja, sieht soweit alles ganz gut aus. Hier sind jetzt auch unsere Attribute verteilt. Geschicklichkeit und Schnelligkeit haben wir schon auf 60, dadurch, dass wir das am Anfang ausgewählt haben. Alles klar, das hier, naja, ist natürlich richtig gut in den Dingen, die wir eben ausgewählt haben. Super, dann hauen wir nicht so oft daneben. Zeigt eure Papiere dem Hauptmann, wenn ihr geht und das Entlassungsgeld bekommt. So, jetzt können wir nämlich... möchte ich nehmen. Entlassung durch Kaiser Uriel Septim. Sehr gut. So, jetzt können wir uns auch von außen betrachten. Das sind wir. Ja, so stehe ich in echt auch häufiger, dadurch, dass die Räume immer so klein sind. Gut, dann gehen wir einfach mal. Geht zum nächsten Gebäude und sprecht mit Sellus Gravius. Alles klar, machen wir. Aber was ich immer gerne hier mache, ist, ich nehme mal das ganze Zeug hier mit, was hier so rumliegt. Nachricht für Hiska. So, dann haben wir nämlich hier auch direkt erstmal einen Dolch. Ein paar silberne Sachen. Da muss man noch ganz genau noch zielen. Die Maus nämlich ein bisschen schnell eingestellt. Oh, das fällt mir nämlich echt ein bisschen echt schwer irgendwie. Okay. Soweit ich weiß, sind auch manche Substanzen für manche Rassen ein bisschen schwieriger zum verwenden. Ja, vom leeres Papier kann ich auch verkaufen. Ich glaube, es gibt teilweise... Also ich kann auch sein, dass ich mich irre. Manche können zum Beispiel kein Brot essen oder sowas. Das ist jetzt ein blödes Beispiel. Andere werden davon geheilt. Hier sind auch nochmal die ganzen Sternzeichen drin. Alles klar, nehme ich mit. Ganzen Teller.
Und noch eine Kerze. Ich glaube, auf dem Tisch habe ich den Dietrich da mitgenommen oder nicht? Ich glaube, den habe ich mitgenommen. Weil dann können wir nämlich hier... Ja, genau, hier kann man nämlich unser Inventar mal zeigen. Kann ich ein bisschen vergrößern. So, dann nehme ich mal einen Dietrich in die Hand. Und beim ersten Versuch aufgeschlossen. Das ist doch super. Und haben wir schon mal 31 Draken. Das ist die Währung hier in Morrowind. So, gab es hier unten noch irgendwas? Achso, hier kann man nämlich auch noch schleichen. Das skillen wir ja dann im Prinzip auch, wenn wir es benutzen. Aber ich wähle mal noch eine Waffe aus. So, der Eisendolch. So, irgendwie kann ich auch... Irgendwie kann man nämlich, das weiß ich noch, die Waffen auf irgendwelche Kurztasten legen. Ich weiß aber tatsächlich nicht... Oh, was ist denn hier los? Irgendwie habe ich... Was habe ich denn jetzt gemacht? Das habe ich kaum weggekriegt gerade. Na gut. So, hier sind wir jetzt auch draußen. Und jetzt haben wir auch eine Minimap unten, unten rechts. Und das ist wirklich eine Minimap, weil die so unfassbar klein ist, dass man die überhaupt nicht braucht. Ein gravierter Ring der Heilung, Kelch und bedeutender Seelenstein. Alles mitnehmen. Denn der Ring ist auf jeden Fall super. Denn mit dem können wir dann auch zaubern. Der heilt uns dann auch. Ich muss mich ein bisschen noch an die Steuerung gewöhnen. Die ist nämlich manchmal ein bisschen komisch. So, ah. Hallo. Eure Papiere, bitte. Die sieht auch aus, als wäre der Bruder von He-Man. So, und ein Nachteil gegenüber Oblivion und Skyrim. Die Dialoge sind nicht vertont, aber gut. Deswegen klicke ich einfach mal auf die Keywords. Ich werde das jetzt nicht alles vorlesen. So, jetzt haben wir 87 Draken gekriegt. Und eine Nachricht für Caius Cosadas. Bei dem sollen wir uns nämlich melden. Der gute Mann lebt nämlich in Balmora. Und da könnten wir jetzt theoretisch als nächstes hin. So, das hier ist Saedanin. Kann sein, dass ich häufiger mal ein paar Orts- oder Charakternamen falsch ausspreche, dadurch, dass das Spiel nicht vertont ist und die Sachen teilweise komische Namen haben, hier wie Vodunius Nutius, oder wie der heißt. Ja, Fargott, das ist der Typ, dem gehört... Es tut mir leid, ich habe nur wenig Zeit. Beeilt euch also. Dem gehört der Ring, den ich eben gefunden habe. Den könnte ich Ihnen nämlich wiedergeben. Aber ich finde, der Typ, der ist ein bisschen so ein Douchebag. Ich glaube, den Ring behalte ich erstmal, weil ich sonst auch nichts habe, um mich zu heilen. Den finde ich nämlich ganz gut eigentlich. Ja. Genau, jetzt habe ich auch den Zauber ausgewählt. Da muss man nämlich noch ein bisschen umständlich draufklicken. So, wir haben eben ja noch die Nachrichten für Riska oder Riska gefunden. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Es gibt hier auch ein Haus Hlalu. Schauen wir einfach mal. Aril. Der ist, glaube ich, auch ein bisschen unfreundlich. Ja, die guckt aber sehr nett. Ja, kurzer Ratschlag, nichts, jemand Schlimmes. Manchmal kriegt man dadurch irgendwie neue Quests oder sonst irgendwas. Die hat uns leider nichts zu sagen. Na gut. Du? Nichts, alles klar. Riska ist nämlich, soweit ich weiß, hier oben. Das ist nämlich der hier. Ich glaube, das ist auch ein Nord. Oh, das war das Inventar. Genau, vielleicht kann ich bitten, mir etwas Gold zurückzuholen. Fargots Versteck. Ja, ich werde es tun. Genau, das ist nämlich der Duschberg, dem der Ring gehört. So, und ich muss dazu sagen, ich habe die Add-ons jetzt erstmal nicht installiert, denn es kann dann dadurch... Wohl gerne nah am Feuer, nicht wahr? Ja, es kann nämlich dadurch sein, dass die dunkle Bruderschaft uns dann sehr früh schon attackiert. Die würde ich nämlich auch gern spielen, die Add-ons. Das werde ich nämlich dann im Anschluss machen. Sprecht. Genau, das ist nämlich auch einer der
der Dunmar, also einer der Dunkelelfen, auch eines der Völker, die ich sehr mag, denn die leben hier in Morrowind. Und Morrowind ist so ziemlich mein Lieblingsland im Elder Scrolls-Universum. Wenn ihr etwas wollt, dann sprecht nur. Gut, die haben hier nichts weiter, glaube ich, zu sagen. Ich könnte nämlich Fargots Versteck aufsuchen. Oder, also beziehungsweise, ich muss das ja sowieso nachts machen. Ich muss dem nämlich nachts auflauern, dem Burschen. Und tagsüber, ich weiß zwar, wo das Versteck ist, kann ich es noch nicht aufnehmen, das ganze Gold da drin. Deswegen ziehe ich ein bisschen mal umher. Da kann man nämlich noch mal ein bisschen kämpfen und neue Waffen finden. Ich weiß nämlich schon eine Stelle, wo wir gleich nämlich auf etwas Interessantes stoßen. Zumindest hoffe ich, dass ich die Stelle jetzt auch finde. Ja, man sieht schon, die ganze Gegend ist voller Pilze und kahler Bäume. Denn Morrowind ist jetzt nicht unbedingt das fruchtbarste Land in Tamriel. Genau, das meinte ich nämlich. Auf einmal fällt nämlich ein bekloppter Typ vom Himmel. Sein Buch lag zuerst hier, Tagebuch des Icarus. Der hat anscheinend ein bisschen rumgespielt mit ein wenig Experimenten, Flugzauber und sowas. Ist auch ein subtiler Hinweis, dass er Icarus heißt. Hier hat er auch Icarus Flug. Rollen festigen Akrobatik, also Zauberspruchrollen, festigen Akrobatik, 1000 Punkte. Ja, damit kann man nämlich auch über die ganze Map springen irgendwie. Aber offensichtlich hat er nicht bedacht, dass man dabei auch irgendwie landen muss. Der hat auch noch ein viel besseres Schwert gefunden. Der Icarus. Ja, wir können sogar das extravagante Gewand anziehen und den kolovanischen Fellhelm. Dann sehen wir ein bisschen komisch aus. Aber gut. Können wir vielleicht ein bisschen verschleiern, dass wir ein Argonier sind. Vielleicht sind wir ein bisschen ungerne gesehen. Aber wie ging das denn nochmal mit den... dieses Favorisieren der Skills... der Waffen. Man kann ja irgendwie... Ich weiß noch, dass ich irgendwas mit F... Ah, genau, hier. Jetzt geht's auf einmal. Eben ging das nämlich nicht. Inventargegenstand. So. Genau. Und auf 2 will ich dann den Dolch haben. Genau. Machen wir das nämlich erstmal so. Später werde ich dann noch einen Bogen reinsetzen. Jetzt haben wir nämlich eine Waffe, die macht nämlich Blitzschaden. Das ist eigentlich auch ganz hilfreich, ganz früh. Jetzt sind wir irgendwie keine Gegner hier. Doch da. Eine Schlammkrabbe. Die sich hier etwas versteckt. Und wie man sieht, die meisten Schläge gehen daneben. Das wird im Laufe der Zeit besser. Und wir werden auch irgendwann schneller, wenn wir mehr gelaufen sind. Oder mehr gesprungen sind zum Beispiel. Dann können wir auch höher springen später. Finde ich eigentlich immer ganz cool. Dann kommt man nämlich auch so schnell durch die Welt. Und was ich auch sehr mag an Morrowind, ich habe das glaube ich auch schon bei Gothic erwähnt, dass ich ein großer Fan davon bin, wenn einem das Spiel nicht dauernd irgendwelche Wegpunkte vorsetzt oder einem sagt, wo wir etwas finden, sondern man das alles ein bisschen selber suchen muss und nicht dauernd auf die Karte, also auf so einer großen Minimap gucken muss, denn dadurch verschmilzt man ja irgendwie ein bisschen besser mit der Welt. Und wir haben hier zum Beispiel, hier ist nur eigentlich nochmal das, was man sonst als eine Minimap verstehen würde. Und hier ist eine Weltkarte. Also hier sind auch nicht dauernd irgendwelche Sachen eingezeichnet, wo man draufklickt und dann schnellreisen kann. Schnellreise gibt es nicht. Unsere Schnellreise besteht quasi darin, dass wir zu einem Schlickschreiter gehen und dann umherreisen. Das können wir machen. Aber... Nee, ich möchte ja erst noch ein bisschen warten, bis es Nacht ist. Und dann werde ich Fargots Versteck plündern. Dann habe ich ja auch schon mal eine erste Quest erfüllt, bevor ich dann nach Balmora gehe und die Hauptquest weitermache. Okay.
Und ja, wie bei Elder Scrolls üblich, ist es natürlich jetzt nicht unbedingt so, dass man unbedingt der Hauptquest folgen muss. Man wird eine Menge Aufgaben finden, die man einfach erfüllen kann. Das ist fast schon ein großes Sandbox-Spiel. Und waren die Dinger nicht friedlich? Genau, das hab ich nämlich auch erst sehr spät erfahren, dass die Scripts, dass die friedlich sind. Ich habe die nämlich immer angegriffen und die können einen nämlich betäuben. Dann steht man manchmal ganz starr herum und lässt sich dann einfach von den Viechern attackieren. Das haben wir mir zum Glück aber irgendwann erzählt, dass die friedlich sind. Denn ich attackiere ja, wie oft erwähnt, nicht gerne friedliche Tiere in Spielen. Denn die tragen ja auch irgendwie dazu bei, dass alles ein bisschen organischer wirkt. Aber das Ding ist offensichtlich aggressiv. Natürlich ist es auch nicht schlimm, wenn wir uns angreifen lassen. Denn, also ein bisschen schon, wir müssen halt aufpassen auf unsere Lebensenergie. Aber in den Elder Scrolls Spielen ist es natürlich auch so, dass wir besser werden, je häufiger wir etwas benutzen. Und wenn wir zum Beispiel oft getroffen werden, verbessert das unseren Rüstungswert. Ach, die Dinger. Ah. Ja, ab und zu sieht man diesen Blitzeinschlag. Das ist ein Nebeneffekt unserer Waffe. Und natürlich gehen die Angriffe dauernd daneben. Quarmer-Kundschafter. Davon gibt es auch Arbeiter und Krieger. Jetzt haben wir am Anfang natürlich erstmal nur die kleinen Viecher. Und ich finde auch, Morrowind hat so ziemlich den schönsten Soundtrack aus der ganzen Elder Scrolls Reihe. Der Soundtrack ist immer gut gewesen bis jetzt, also das muss ich der Reihe lassen. Ich habe zwar oft so meine Probleme mit gewissen Dingen aus der Elder Scrolls Reihe, aber den Soundtrack haben sie immer super hingekriegt und geht Morrowind halt irgendwie am besten. Das Wasser ist auch relativ gefährlich, denn da leben Schlachterfische und die sind wirklich fies. Am Anfang sind die noch nicht so. Es ist nicht so erfreulich, wenn ich mich von denen attackieren lasse. Aber zum Glück kann man auch unter Wasser kämpfen. Das ging, glaube ich, in Skyrim nicht mehr. Wer es Oblivion ist, weiß ich nicht mehr. Das werde ich wahrscheinlich danach auch spielen. Aber Morrowind wird erstmal ein ziemlich großes Mammutprojekt. Ja, man kann ja wieder hunderte Stunden in so ein Spiel reinstecken. So. Haben wir hier irgendwie noch eine Krabbe? Nein, keine Krabbe mehr. Schade. Oh. Was ist das denn? Was habe ich hier noch? Okay, dann muss ich sagen, das habe ich noch nie gefunden hier in dem Spiel, dass hier so eine Ahnengruft ist. Ich kann da mal kurz reingehen. Kann ich eigentlich auch schnell speichern? Ja, tatsächlich. Man kann auch schnell speichern. Sehr gut. Okay, nämlich hier sind schon mal Geister. Aber... Oh, wow, wow, okay. Ohne Rüstung hat sich auf 11 Punkte verbessert. Sehr gut. Dann verschwinde ich nämlich mal hier. Oh, Junge, Junge. Und heile mich mal. Wir heilen es noch ziemlich minimal. Und die Ladung ist jetzt auch schon weg. So, und irgendwie konnte man aber auch einsehen, wann man Level aufsteigt. Das Stufe 1, genau. Fortschritt beim Erreichen neuer Stufe. 0 von 10. Aha. Ach, ich glaube, wir leveln auch nur, wenn wir eine unserer Haupt- und Nebenfertigkeiten verbessern. Und sonst gar nichts. Weil wir haben ja gerade... Ja, Verzauberung haben wir schon... Nein, wir haben ohne Rüstung immer gerade verbessert. Da sind wir nämlich auf 11 gerade. Das ist hier aber nicht aufgelistet. Normalerweise hätten wir jetzt hier eine 1 von 10. Denn wir müssen 10 Fähigkeiten verbessern, um einen Stufenaufstieg zu kriegen. Ja, ziemlich kompliziert. Ich weiß schon, warum ich damals das Spiel abgebrochen hatte irgendwann. Obwohl ich es von Anfang an interessant fand. Hab's dann irgendwann kurz vor Skyrim
nochmal richtig intensiv durchgespielt. Leider nicht die Erweiterung. Da hatte ich keine Zeit mehr für. Weil ich noch Oblivion durchspielen wollte, bevor Skyrim rauskommt. Da hatte ich dann eine Woche für Zeit. Hab's auch geschafft. Aber richtig viel Zeit gelassen hatte ich mir bei diesem Durchgang. Eigentlich mit Morrowind, weil ich das wirklich, da muss ich sagen, das habe ich wirklich mit Spaß durchgespielt. Und habe da wirklich alles von genossen. Es war wirklich klasse, hat mir sehr gefallen. Gut, ist der Gegner schon tot? Nein, der ist noch nicht tot. Dann werde ich den gerade mal töten und mich dann Richtung Sedanin begeben. So, Langwaffe haben wir jetzt verbessert, sehr gut. Dann können wir nämlich dann im nächsten Part uns um Fargoths Versteck kümmern. So, hoffentlich finden wir den Ort auch wieder. Das ist ja alles so trist, aber ja, genau, da haben wir Ikarus gefunden. Hieß überhaupt Ikarus oder war das nur Ikarus Flug? Achso, der heißt eigentlich Tariel. Okay. Dann war das nur ein Ikarus-Zauber. Offensichtlich kennen die hier in der Elder Scrolls-Welt auch die Legende des Ikarus. Ah genau, da sehen wir dann auch schon Sedanin oder Sedanen. Ich habe keine Ahnung. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Pass auf deinen Rücken auf!